Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 Makedonien Alexander der Große 2.0. Wir greifen jetzt die Titanen an, beziehungsweise die Titanen greifen uns an. Das ist sehr gut. Und es ist sehr gut, dass er nur eine Fernkampfkavallerie hat. Kavallerie wäre ja schlimm, aber nur einmal Fernkampf Plänkler hat. Und ja, ich weiß nicht, warum er sagt, dass wir so viele verlieren. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Und das geht nicht in meinen Kopf rein, warum ich die nicht sehe. Warum sehe ich die denn die ganze Zeit nicht? Warte mal, ich teile meine Armee auf. Die da sind mal in der Mitte. So, ich habe nämlich keine Ahnung wo. Okay, der hat die auch aufgeteilt, aber ziemlich blöd aufgeteilt. Warte, die können eigentlich jetzt auch dahin gehen. So. Pekiniere, Hopliten, Leinenpanzer, Schwertkämpfer. Leinenpanzer-Schwertkämpfer sind extrem gut, aber nicht, wenn sie auf so eine Phalanx stoßen. Dann ist eigentlich jeder schlecht. Aber es ist wahr, also dass Pekiniere hier in diesem Spiel echt OP sind. Also, ja. Wenn man keine Chance hat, die zu umgehen und von hinten anzugreifen, dann kann man die wirklich fast nicht schaffen. Und das ist halt ein bisschen heftig. Genau, und genau, worauf ich bei den Leinenpanzer Schwertkämpfer. Das tut gerade echt weh. Worauf ich hinaus will, ist, dass die wirklich glänzen, wenn sie von der Seite kommen. Halt am Bürgerkavallerie. Na dann. Die haben gegen meine Hentairen, oder? Hentairen-Reiterei, keine Chance. Also dürften eigentlich nicht, weil die haben nur easy Bürgerkavallerie. Ja, genau. Wieso er seine Pikiniere nicht einsetzt, ist mir auch ein Rätsel. Oh. Was machst du denn da? So, jetzt kommt die Phalanx, oder? Oder nicht? Wieso stoppt er die ganze Zeit? Hä? Komischer. Willst du den mal echt jetzt töten? Das ist gerade nicht so gut. Ja,
Wieso haben die Pikiniere nicht ihre Piken ausgepackt? Schnell reiten? Okay, feindlicher General ist tot, das ist doch wunderbar. Ja, so. So, dann machen wir mal ein bisschen schneller hier. Da sind noch 14. Das ist keine Gefahr mehr. Das sind noch 5. Das ist auch egal. Flug. So, gibt's noch jemand? Da hinten. Ja, das ist auch gut. So. 180 verloren. Ja, hier, ja. 60 von denen. Die sind halt schon echt gut. Also klar, die hätte man, wie gesagt, in die Seite, in der, ja, in die Seite fallen lassen können. Und Alter, der hat nur 3 von denen getötet. Wahrscheinlich nicht mal. Sorry. Das ist gut. Möge Hermes eure Annahme beschleunigen. Mein Volk ist mit diesem Angebot. Zieht eure Ahnen zu Rate. Ja, sie sagen nö. Mission erfolgreich. Besiegen im Fall, genau, die Titanen. Habe ich dafür was bekommen? Wahrscheinlich nicht. Rekrutieren sie einen Würdenträger. Ach. Ja, das habe ich verpeilt. Entschuldigung. Tut mir leid. So. Jetzt ist da positiv. Da ist auch wieder ein bisschen positiver. Das ist ganz gut. Wohlstand durch Industrie. Nein. Forschungsrate. Ja. Dankeschön. Du wirst jetzt mal hier befördert. Was bekommst du? Philosoph. Forschungsrate. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Aber für einen der Kommandant, Stratege ist überall gleich. Alter. Das bekommt dann mein Schützer, sag ich mal. Warte mal, was hast du denn eigentlich? Was bist du denn für einer? Ach, das ist auch so ein Wohlstand durch Landwirtschaft. Wachstum pro Runde. Ach, verdammt. Hellenistische Infanterie. Das ist ganz gut. Angst einschüchtern. Oder ich mach halt noch einen. Nee, ich mache einen Stratege. Dann kann ich hier später Wagemut und. Oder. Kampfrhythmus ist auch super. Bewegungsreichweite. Uiui. Ein Admiral. Möglich Nachtgefecht. Und da. Angriffsbonus.
Offen die Schlange. Okay, ich mache einen Philosoph. Philosophen. Gut, du hast hier noch nichts. Barbarische Stämme brauche ich nicht, weil ich Richtung... Ah, das da ist gut. Und das da ist gut. So, dann gehst du mal wieder hier hin und dann nächste Runde da. Wo ist denn mein Spion? Fraktion angetroffen, Bau abgeschlossen, bla blub. Meine Spionin ist da. Super. Dann gehe ich nächstes Mal Richtung Ephesus. Die sind auch nicht schlecht. Warte, da kann ich noch ein bisschen auftunen. So, jetzt schön heilen. Heile, heile Segen und dann passt es. Wie sieht's denn hier aus? Die mögen mich immer noch sehr doll. Das finde ich wunderbar. Minus 15, minus 14, minus 10 und 17. Oh nein, wieso mögen die mich? Okay, wieso mögen die mich? Ja, ist mir wurscht. Warte mal. Die mögen mich jetzt auch, das heißt, wunderbar. Diese Worte bringen meinem Herzen Freude und... Ah, das ist doch schön. Seid willkommen, werter Gast. Ich bin sicher... Na gut, Makedonien hattet ihr ja wirklich euren Stress, das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, nächste Runde. Hier habe ich alles gemacht. Ja, die drei Zacken bekommen nichts. Die bekommen nichts. So, habe ich euch schon erzählt, dass wahrscheinlich schon, dass Alexander bei der ersten Schlacht gegen Persien fast getötet wurde oder fast gestorben wäre. Dieser sinnlose Krieg könnte heute schon enden. Ja, du hast den angefangen, du Idiot. Denk mal vorher nach. Frieden verhandelt, Sparta und Pergamon. Das ist gut. Ich habe euch ja vor zwei Runden oder so erzählt, dass erst hier es zur wirklichen Schlacht zwischen zwischen Alexander den Großen und Persien kam. Und bis dahin ist er mehr oder weniger durchgerauscht und bei der bei dem Kampf gegen Persien war es dann wirklich so, dass ich habe genug Nahrung, deswegen mache ich ein Theater. Genau, das war dann eigentlich so, dass Alexander nicht mal ansatzweise genug Soldaten hatte, um die Armee von den Persern zu schlagen. Aber er hat dann eine Taktik gemacht, die hier leider unmöglich ist. Also die werde ich mal beim anderen Let's Play mit den Jake zusammen, also das Let's Play Against, wo ich Seleukiden und er Sparta ist. Das werde ich mal bei ihm ausprobieren. Die Taktik von Alexander, und zwar, dass er dort angegriffen hat, wo der Feind am stärksten war. Und der Feind war so überrascht darüber, dass er das überhaupt nicht gecheckt hat. Also das muss man sich mal vorstellen. Man macht eine fette Mitte, also eine kompakte, große Mitte, und machte, keine Ahnung, Vorbereitungen, um gegen Flankierungsmanöver von dem Feind vorzugehen. Und dann greift er einfach total dämlich da an, wo du am stärksten bist. Und ja, es hat funktioniert.
Gut, da eure Feinde stärker werden, ist es wichtig, eine ausgewogene Streitmacht zu haben. In welche Art der Ausbildung möchtet ihr euch in Anbetracht dessen konzentrieren? Rekrutierungskosten weniger? Ich mach mal Infanterie, weil Kavallerie baue ich momentan nicht so viele, weil ich noch keine gute habe. Bau abgeschlossen. So. Dann mache ich hier nochmal. Warte, wie viel hat der? Ah, na gut, aushungern kann ich den nicht. Also, ich habe jetzt 3 Pekiniere, dann mache ich noch einen. Dann ein paar Fernkämpfer, würde ich sagen. Warte, hier drüben habe ich doch schon genau die guten Peltasten. Und die Bogenschützen, aber Peltasten sind besser. Dann mache ich hier mal viermal. Ah, schade. Dann nicht viermal, sondern nur. Warte, Sardes. Ich werde mir eure Worte anhören und dann ein Urteil fällen. Lasst euch zunächst grüßen und nun zum Geschäft. Es herrscht also Krieg. Autsch. Autschi, Bautschi. In einer Schlacht auf dem Feld könnte ich ihn besiegen. Dann werde ich hier mal nochmal plündern. Mit ihr dann nächstes Mal noch ein bisschen. Ah, hier mache ich einen. Okay, dann treffen die sich nächstes Mal in der Mitte. Die Verteidiger Pellas geben das der Getreuen der Helene. Die andere heißt Alexanders Vermächtnis. Die heißen Alexanders Stolz. Gar nicht hochgetrabt oder so. Gut. Da bin ich mal gespannt, ob der jetzt meine Armee angreift. Also aus seiner Sicht würde ich das jetzt noch nicht machen. Erst wenn er sieht, dass ich mit einer anderen Armee ankomme. Und noch ein Tipp. Man kann das Ganze wirklich übertrieben einfach gestalten. Es ist an der Zeit, dass sich Gerechte und Stolz... Aber nicht so. Also das war sowas von übertrieben dämlich. Oh, großes Feuer. Athenai. Oh, echt jetzt? Oh, ihr seid doch kacke. Warte, mal schauen, wie viel es kostet. 490? 300? 500? Nochmal 500. Wow. Das war ein bisschen übertrieben kacke von denen. So, okay, der da oben ist jetzt, wurde übernommen. Ah, stimmt. Ich kann ja Richtung hier unten gehen und den bisschen unterstützen, beziehungsweise muss ich ja gar nicht, weil der ja netterweise mit seiner kompletten Armee rausgegangen ist. Warte, ich schau mal kurz, wo er ist. Ah, der will dahin. Das ist ja mal interessant.
Okay, da kann ich ja alles wirklich. Ja, kann ich wirklich so machen. So, plündern würde 2000 geben. Aber ich kann alle seine Gebäude behalten. Deswegen, ja, übernehme ich das einfach mal. So, jetzt kann ich endlich, Mann, die sind so teuer. Okay. So, Alexanders Vermächtnis. Ja, die Pferde haben wieder extrem drunter gelitten, ne? Fertigkeit, Loyalität. Okay. Kavallerie-Ränge. Hier Banner heben und sammeln und motivieren ist natürlich auch extrem gut. Plus 6% Infanteriereichweite. Ist auch super. Loyalität. Okay, dann mache ich nochmal das da voll. Danach gehen wir auf Kavallerie oder Infanterie, je nachdem. Ja, 10 Runden noch. Dann bekomme ich endlich bessere Kavallerie. Weiter. So, wir sind auch bald fertig. Ja, nix. Ein Zeichen. Was ist das? Nein. Wir können zuerst handeln, wenn du willst. Oder machen wir das schon? Nee, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Was will denn die Rodders hier? Oh, mit Rodders bin ich ja auch im Krieg. Stimmt ja. Upsi. Upsi. Ein Sohn wird erwachsen. Atifantes. So. Mission erteilt. Stell eine Flotte auf. Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Du bist eine Armee und du bist auch eine Armee. Und du bist eine Flotte. So. Gut, du gibst jetzt mal den, also Alexanders Stolz, deine Fernkämpfer. Und dann marschierst du Richtung Pella zurück. Du gehst jetzt Richtung Nikomedia und holst dir nochmal ein paar Einheiten. Also jetzt haben wir 7 Fernkämpfer. Wir brauchen eigentlich nochmal ein paar Hopliten. Und dann halt ein bisschen Bürgerkavallerie, aber das ist so meh. Bürgerkavallerie ist nicht immer sehr gut. So. Wo bist du jetzt hin? Ach, da zurück. Okay, alles klar. Warte, ich gehe jetzt mal da runter und klau dir nochmal ein bisschen Futter und weiter geht's. Das läuft ja gerade sehr schnell, ne? Also Pessinus muss ich dann mit Alexanders Stolz einnehmen. Und ich könnte eine noch Alexanders Ego. Ich biete euch Frieden an, wie ich einem Ertrinkenden ein Seil zuwerfen. Ja. Ein Seil zu. Das ist immer so gut, wenn man handeln will oder eben Friedensabkommen machen will und dann den Feind
Ja, beleidigt. Das ist das Beste. So, warte, du holst dir jetzt mal. Achso, du kannst das nicht. Warte, mit der will er die da einnehmen. Das schafft er doch nicht. Bitte zweimal Kavallerie. Alter, ich kann mir halt wirklich null leisten. Das ist gerade ein bisschen schlecht. Na, komm, hier rein. So. Ich muss echt schauen, dass ich mehr Handelspartner bekomme. Aber nee, den muss ich ja auch erobern. Den muss ich auch erobern. Rom ist immer noch nicht viel besser drauf als davor. Deswegen werde ich jetzt auch nicht nochmal probieren, weil ja, das bringt ja nichts. Warte, Erfolg. Für den Agenten. Aber gerade sehe ich keinen feindlichen Agenten, deswegen mache ich hier noch mal weiter. Und du wirst dann zu Fullstack und du bleibst da und du bleibst wahrscheinlich auch erstmal da. Und weiter geht's. Ja, gerade ist es nicht so spannend. Das ist halt am Anfang immer ein bisschen schwer. Also bei Epirus war es ja wirklich so, dass ich bis... Oder auch beim Rome Total War Rise of the Republic mit Rom. Da war ja der Anfang so ewig lang. Da hatten wir wirklich Probleme. Aber naja. Wir hatten viele Schlachten da, ne? So, zügellose Piraterie wird gefasst. Ne, ja, das brachte mir in dem Zusammenhang nichts. So. Wie sieht's hier aus? Drei. Nee, oder? Das war das Falsche. Eins. Wieso heilen die nur um eins? Die haben acht Nahrung da. Das ist ja echt seltsam. Ah, da ist ja einer. Ja, aber die habe ich jetzt schon aktiviert. Ah, verdammt. Schade, schade, schade. Schade. Und hier kommt bald eine... Hier kommt bald eine... Dingsterbums da. Eine Rebellion. Das finde ich nicht so gut. So. Ich habe noch hier. Der hat auch noch mal ein Level Up. Das finde ich sehr schön. Gut. Oh, wir sind schon wieder fertig. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn in dieser Runde nicht sehr viel passiert ist. Ja, schaut sehr gerne auf, also bei den anderen Let's Plays von mir vorbei. Wie gesagt, ich mache sehr viel Rome Total War, also auch mit anderen, mit Jake zum Beispiel oder halt, ja, Epirus, Rom, Seleukiden und so weiter. Athene gibt uns Weisheit und Ares Stärke. Ich gebe... Ja, ja, Weisheit, gell?
nicht wirklich. Gut, auf jeden Fall hoffe ich, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und ja, bis dann. Bye, bye.